Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe der Games Night, heute mal einen Tag früher als sonst, ja, Donnerstag statt Freitag, denn es ist Halloween, der 31. Oktober 2019, und da wollen wir auch hier bei uns eine kleine Halloween-Party heute feiern. So ist es, heute gibt's Mario Party Nummer 2. Genau, mit welchem Spiel kann man eine bessere Party feiern als mit Mario Party auf dem Nintendo 64? Und zwar spielen wir den zweiten Teil, denn da gibt es ein wunderbares Halloween-Town-Brett. Ist jemand mit dem Spiel vertraut, Mario Party 2? Ja. Kennt das jeder? Ja, kenne ich. Schon gespielt. Allerdings ist es schon länger her bei mir. Aber da findet man sich ja normalerweise ganz schnell. Ja, das geht da. Also ich habe ehrlich gesagt keine so eine große Ahnung von dem Spiel. Wir haben das vor vielen Jahren bestimmt mal zusammengespielt, kann ich mich erinnern. Das hatten wir schon mal zusammen. Wir hatten schon mal so einen Mario Party Marathon oder sowas gemacht, da war das auch dabei. Aber ich habe das früher nie gehabt, das Spiel. Deswegen habe ich das dann damals das erste Mal gespielt und auch nur kurz. Also ich bin jetzt nicht so sehr damit vertraut. Also der einzige Mario Party auf dem N64, den ich wirklich kenne, ist der erste. Auch gibt es nur drei Charaktere. Ganz das überschaubar, ist sehr Koopa. Hier, ja. Ich will als Koopa spielen. Ach, kommt kann hier man, dann. Kann man noch weitere Charaktere freispielen? Nee, das ist es. Also da gibt's irgendwie auch nicht viel zu freispielen, meine ich. Oh, vielleicht das ein oder andere Brett, was du erspielen kannst, aber Charakter und so weiter. Nee. Wir machen das Komplettspiel, würde ich sagen, ja? Natürlich. Wie lange dauert das? Komplettspiel? Ungefähr 2 Stunden? Ja, möglich. 10 ja. Stunden? Nee. Es wird uns den ganzen Abend auf Trab halten, glaube ich. Das auf jeden Fall, ja. So, Horrorland. Das Horrorland. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh. Ach, der zweite Teil ist das, wo die alle die Kostüme tragen. Genau. So, wer fängt an? Ja! Oha. Juhu! Sollen wir nochmal kurz klären, wer jetzt wer ist? Also ich bin Mario. Ich bin Luigi. Ich bin Yoshi. Gut, wunderbar. Hier gab es noch nicht diese ganzen Shops und den ganzen Mist auf den Brettern, oder? Nee, nicht so inflationär. Okay. Ah, genau. Okay. Jeder zahlt das dann immer ein und dann irgendeiner kriegt dann am Ende den Jackpot, oder wie ist das? Ja. Ach, den Itemladen, alles klar. Na, also gab's hier auch schon. Ja. Da steht's ja auch, Item. Also ist Mario Party 1 der einzige Titel ohne einen Itemladen? Kann das sein, dass es im ersten Teil noch keinen Itemladen gab? Ah, natürlich. Na, klar. Oh, guck mal, ich habe auch einen versteckten Block gefunden. 20 Münzen, das ist ja schon ein Stern. Kugelchaos. Oh. Gibt es das hier auf der Wii dann eben, dass du es mit der Wiimote dann praktisch machst? Die Wiimote entsprechend neigst? Das kann, glaube ich, sein, dass das ja, stimmt. Ist, also dafür ist es ja prädestiniert. Na komm. Ja! Ja! Nee, ich, oder? Oh, ja. Mann. Das ist jetzt nicht... Das kann doch wohl nicht wahr sein. Also ich glaube, Mario Party 2 ist jetzt schon der Titel, der mir von allen Mario Party Titeln am wenigsten gefällt. So, hier rechts, oder hier geht's hoch zum Stern. Zum Wegelagerer da. Was kommt denn da ausgefahren? Das rollt jetzt da lang. Ich bin Mystibus, meine Warp-Magie teleportiert dich an entfernte Orte. Oh ne, tschüss! Oh, schade. Nein. Ach, wieso nicht? Komm, Karte ansehen. Wenn ich schon mal hier bin. Yippie! Mario ist the best. Kugelchaos! Nur ein Fruchtkorb. Am Ende gibt es in allen Mario Party Spielen immer die gleichen Spiele und die wiederholen sich einfach nur. Nur, dass du jetzt zum Beispiel auf der Wii mit der Wiimote hier den da so machst. Weil das kommt mir alles so bekannt vor, aber ich weiß, dass ich den zweiten Teil so gut wie nie gespielt habe. Ah, der Drecksack. Aber das ist ja ausgeschieden. Ja. Und tschüss. Achso, das bin ja ich, hoppla. Wolltest du auch schon die Wiimote jetzt hochreißen? Jetzt kostet nur noch 5. Von mir wollte auch 10 haben, oder? Ja. Ja, du warst ja auch reich. Vielleicht auch, weil jetzt Nacht ist oder so. Weiß ich gar nicht mehr. Ahaha. Naja, der hat ja schon 2 Sterne, der Drecksack. Ich weiß nicht. Tschüss. Du wirst das bereuen. Ja, gut, ich habe aber auch nur 12 Münzen. Was ist denn hier los? Ist überall so ein scheiß Stern drin, oder? Das finde ich eigentlich nur gerecht. Ey, wir spielen gerade mal 5 Runden oder so. Noch nicht mal. Da sind schon 3 Sterne irgendwo, ne? Ich glaube, die Noten sind in der Mitte. Halt immer gucken, dass man dagegen anlenkt. Ja, oder nur einer auch, oder so. Du meinst derjenige, derjenige, der die Note bekommt. Der ist der Gewinner des Spiels. Ach, ey. Meine Güte! Oh, ist hier doch in der Mitte, oder was? Ja, komm hier, Mario, spring doch mal da hoch.
Ja! Juhu! Na gut. Hingucker. Alle auf Wario gucken. Ah, genau. Oh! Naja, er guckt in eine Richtung. Ach, da sind beide weg. Das gibt's ja gar nicht. Er hat... Da sind wir jetzt schon okay. Weg. Ja, ja. Aber 3 von 5 Versuchen hieß es doch. Ah! So. Oh Gott. Nee, ihr seid schon weg. Da hätten wir uns als menschliche Gegner eigentlich jetzt wunderbar absprechen können. Ja, jeder guckt immer nach links, du guckst immer nach rechts und ich gucke immer nach oben. Hätten wir immer gewonnen. Aber dazu sind wir einfach nicht in der Lage. Hinterher sagst du es ja. Die Grabbeltüte. Bum-Bum-Bowser. Ach, die Bowser. Das gibt's auch in jedem, oder? Ja. Also ich möchte gerne mal wissen, welche Mario Party Minispiele es in jedem Teil gibt oder so. Also ja, das Spiel muss auch in anderen Teilen geben, weil das, also so viele Spiele, die ich kenne. Ups. Tja. Hm. Ach, es geht ja um Geld. Ja, ja klar. Es geht um 35 Geht es nicht um Spaß oder irgend sowas? Nee. Komm schon, Wario. Für irgendwas musst du auch. Komm, hau ab. Ja, perfekt. Ja. Kriege ich jetzt 35 Münzen? Ja, oder nur beide? Ich glaube, ich krieg noch ein paar. Ah. Nee, ich krieg gar nichts, ja. So ist es halt. Tja, c'est la vie. Fallen wir aber auch geil, oder? Das ist doch, das gibt's doch. Oh, also. Ja, das gibt's ja auch. Ah, ja. Alle rot. Ups. Macht der nicht auch mal so ein Fake-Out irgendwann, dass er so eine Fahne hochhält und die wieder wegzieht? Mal sehen. Ah, Depp. Au. Hätte er lieber auf seinen Kopf gezählt. Oder noch tiefer. Oh, ihr wart zu langsam. Hä? Ja, ich war zu langsam. Ach, der 3-7-Wahnsinn. Torpedo-Schlacht. Da, Feuer! Nein, wo ist... Hab ich irgendwas? Da, auf die Dings hier. Ja, ja, ja. Wieso sehe ich nichts? Ich sehe es nicht. Was zum Geier passiert hier? Feuer, Feuer. Ja, jetzt aber. Ja. Also. Den kann ich irgendwie lenken, den Torpedo? Nee, den kannst du nicht lenken. Ich denke, ich kann ja, schießen und den angeblich kann man den Torpedo lenken. Ja, den soll man doch lenken ja, können, denke ich. Da. Es hieß schießen und lenken, aber der bewegt sich. Mach ich irgendwas falsch mit dem Joystick? Bestimmt. Och, nee. Na gut, wir haben gewonnen. Ich habe auch das Gefühl, weil wir kooperiert haben. Eben. Weil es ein Kooperationsspiel ist. Ach, ja. Ach so. Alles klar. Bestimmt trotzdem 50 Münzen geklaut. Ja, das ist doch auch mal so eine, auch nur 21. Das ist ja wahrscheinlich eh ausgewürfelt. Ich glaube, selbst wenn du es nebenhin legst und nichts machst, zieht er trotzdem 21. Reine Beschäftigungstherapie. Oh, wo komme ich denn hier vorbei? Oh, je. Ja, komm her. Alles klar, hier ist mein Stern. Mit seinem blöden Stern. Oh, bei mir rumbelt es hier ordentlich. Ich bin der Einzige, der ein Rumble-Pack drin hat. Warum vibriert es bei mir auch die ganze Zeit hier verrückt? Kugelchaos. Oh. Puzzle fix. Oh, ist das träge. Hallo? Oh, ja. Nein! Doch nicht das da unten. Oh, da hat er schon einer gleich gewonnen. Ja! Meins war aber auch blöd gemischt. Oh, der kann ich so noch leisten. Ja, weil er von mir die Münze geklaut, der Judas. Also ich merke, es ist wirklich ausreichend, wenn man auf jeder Nintendo-Konsole einen Mario Party-Titel hat. Die wiederholen sich ja alle diese Minispiele. Ob die unterschiedlich viel Schaden machen? Wahrscheinlich, oder? Naja. So, jetzt kann jetzt ich Stampfer tappen. Ah, okay. Ja, also. Guck mal, unsere ist schon rot, würde ich sagen. Haben wir es schon geschafft? Wahnsinn. Ja. Tja, kooperiert. Wir haben gut kooperiert, ja. Oh, es gibt noch Münzen. Doch, noch Sterne gibt's auch. Kannst auch Sterne austauschen. Mario! Nein! Oh, was tust du? Sehr gut. Ach, der Luigi hat noch gar keinen Stern. Nee. Jetzt kann ich ja wohl sein, dass er nicht dann rechts gestanden hat eben. Das war ja meine Überlegung erst. Zumindest, ja. Feuerseil! Oh, der Totemstampfer. Da vibriert's aber ganz arg. Mein Controller macht schon die Stampfattacke ohne mich. Was ist mit dem Wario da? Das gibt's doch nicht. Der ist so fett, der Drecksack. Ach so. Nee, keine Ahnung. Ah, oh. Mann.
Ob die Stampfattacke unterschiedlich stark ist, je höher man springt? Ich glaube schon. Ja. Weil am Anfang habe ich so schnell wie möglich, weil ich dachte, das ist hochspringen, genau ein Segment runter. Aber ich glaube, je höher du springst, desto mehr Bums hast du dahinter. Ach, 100 nochmal den 100-Sterne-Bonus für uns alle. Ja, da kann man wenigstens auch noch was gewinnen. Ja. Ach, was für ein lustiges Spiel. Na schön. Zapduster. Wir müssen einfach nur laufen. Wir haben Bären hier. Wir müssen uns nicht zerschmettern lassen. Ja. So war das. Kann man springen? Nee, kann man nicht. Man kann sich nur bewegen. Man kann aber noch wegrennen. Ja. Voller Angst. Ich halte mich einfach... Ich glaube, mich hat gerne von euch. Das sind wir wenigstens zusammen tot. Hau ab. Ja, alle drei auf einem Fleck. Nein, das sind ein Schlag. Ja, hau ab. Ah, gut. Ah, ständig. Uiuiui. Ich glaube, ein paar so lange im Kreis, in der Hoffnung, dass er mich nirgends erwischt. Sagt das und wird zerschmettert. Bei die andere Richtung. Ah, alles gut. Ja, gut. Man kann nur ein Ei tragen. Das wurde später auch mal geändert. Ja. Kannst du in den Bonbons Items oder so. Ja. Genau, die Bonbons. Duell-Bonbons oder was. In den späteren Mario Party-Titeln geht es ja nur darum, dann immer hunderte Items zu sammeln und die permanent auf dem Brett einzusetzen. Dass man bloß nicht mehr zu den Minispielen kommt, sondern nur auf diesem Brett andere Leute umkegelt oder was weiß ich was, mit dem Duellhandschuh herausfordert. Das ist so ein Spiel. Oh ja, genau. Fährt ganz rückwärts. Ja, okay. Als ich die Steuerung jetzt gerade begriffen hatte, war es schon zu spät. Da war mein Hinterteil schon ausgerichtet. In die falsche Richtung. Na, komm mal. Na komm, mach es. Oh, das war aber... Oh nein! Was tust du? Oh Mann! Seit Runden verliere ich irgendwie nur Geld, habe ich das Gefühl. Es kommt gar nichts mehr rein. Kuchenfabrik, das wäre jetzt mal schön. Oh, der Idiot, Mann! Oh, steh doch auf, du Idiot! Oh Mann, da muss ich ja Mario erstmal hier an den Kopf fassen, dass er daneben gegriffen hat. Also, ich glaube so. Oh, ich bin ja so blöd. Oh, jetzt ärgere ich mich so sehr, dass ich beim nächsten auch daneben greife. Oh, komm schon, wenn ich noch eine Erdbeere. Hör doch auf, wieso zu ärgern. Oh nein! Ah, wir haben trotzdem heute. Juhu! Ach, ey. Oh, okay. Schneller! Bringt das was ganz schnell zu drücken oder ist das hier auch? Ja, klar. Du musst ja abhauen vor dem. Na! So viel dazu. Oh, schneller! Ja! Ja, bitte. Herr Klotz. Rums. Muss ich nur im nächsten Minispiel ein bisschen was gewinnen, sonst war's das mit dem Stern. Ja, okay. Ach, so komm, hier kriegst du noch ein Sterngeschenk, brauchst du gar nicht gewinnen. Also. Plattform-Cars. Oh Mann, was war das denn? Doch, der hat mal so eine scheiß Winze. Oh Mann, ey. Wie die ersten Menschen. Meine Güte, ist mir da. Ach ey. Ah! Wieder. Nein! Oh. Komm, sieht aus wie ein nackter Arsch da, dieser gelbe Dings da. Ja. Irgendwie von den Simpsons gelbe. Das ist vom Cooper, oder nicht? Na klar. Guck mal doch mal. Die Münzen sind immer gut. Ja, an Mario. An Luigi. An Mario. Luigi. An Mario. Nein. An Luigi. Hat er so einen Mist gesagt? Der hat so einen Mist gesagt. Der spricht sogar Deutsch. Wahnsinn. Boba-Abfahrt. Achso, Boba-Abfahrt. Boba-Fett. Warum sind die denn schneller? Das frag ich auch. Ich kooperiere. Warum muss ich eigentlich schon wieder mit dem blöden Wario kooperieren? Das ist schon das dritte Mal oder vierte Mal jetzt. Jetzt müssen wir einfach clever steuern, ohne runterzufallen. Cleverer steuern als wir. Ja. Ah. Hui. Oh, das was Gutes? Ja. Ah, ich bin eben ausgewichen. Ich dachte, das ist vielleicht eine Blockade. Spaßblockade. Das ist natürlich schon schlecht, wenn man da runterfällt. Guck mal, der kleine Pinguin, der hat auch so eine kleine Poperze da mit so einem Kreuz. Ist das zwischen den Beinen? Den Füßen so. Guck.
wo du mal drauf achtest du eigentlich hier, immer? Auf die Details. Ja, aber nur auf gewisse Details. Ja. Man guckt ja direkt da drauf, oder? Ich nicht, ich gucke die ganze Zeit auf meine Mütze. Drauf, ja, gut. Ich habe ja nichts anderes, was ich mir da gerade angucken kann. Ja, ich habe im Moment auch nichts. Es ist ein so riesiger, großer Bildschirm und dieses kleine, pixelige Arschloch ist das Erste, was dir auffällt. Ja. Feuerseil. Oh, Hexagon. Oh ja, das war auch lustig. So. Ach so, ah, ja. Das wird ja angezeigt, genau. Hey! Oh, das glaube ich jetzt nicht. Ja, das kommt davon, wenn man springt. Ich bin nicht gesprungen. Ach so, ja, dann ist es auch egal. Ach, verdammt, da kann man sich nicht so schnell bewegen, dass ich dann wieder nochmal unter die Dinger laufen kann. Oh nein! Oh. Ah, das ist jetzt aber maximale Geilheit. Tja. Pilzbagger. Wettrennen. Ich glaube, der Klotz ohne Beine ist der schnellste. Ja, oh, ist das die maximale Zeit? Ja, dann musst du am Ende ja dann wen auch immer nehmen, der übrig bleibt. Ja. Toll. Ah ja, gut. Also reines Glücksspiel. Ja, komm hier, dann nehme ich den Klotz. Ja, ich habe den Klotz ohne Beine, wie ich es gewünscht habe. Wunderbar. Komm, Klotz ohne Beine. Spring. Spring, Klotz. Der Baum fällt mal hin. Ja, komm, Klotz. Ja. Hui. Guck mal, der Geist, der schummelt, der teleportiert sich. Aber der Klotz ohne Beine ist der schnellste. Ja. Ich habe den falschen Klotz genommen. Eindeutig. Wahnsinn. Feuerseil. Oh. Wieder Rennbahn. Ah, ja. Aber es bringt irgendwie, ja. Man weiß aber auch nicht irgendwie, ob man da anfängt so zu juckeln. Ne? Bringt das dann irgendwie was überhaupt, mal kurz loszulassen? Oder ist es eigentlich besser, wenn du die ganze Zeit einfach nur durchfährst? Einfach ich würde aber den Finger vom Joystick lassen. Ah, wer war es? Ja, der Mario war, glaube ich, ja, ganz leicht. Oh, guck mal hier, das war hier, da gab es auch schon andere Rekorde. Oh, muss ich irgendwas machen? Ja. Oh, jetzt hat er dir alle 50 geklaut, weil er nicht aufgepasst hat. Wer war jetzt überhaupt der Dieb? Ach ja, natürlich. Der mit den meisten Münzen natürlich. Wer sonst? Oh, endlich! Ach, was ist abgekatertes Spiel. Mit gerechten Dingen zu hier. Ja, sehr gut. Jetzt mal kommt der Sternendiebstahl. Nein. Schon wieder. Oh. Das gibt's doch alles gar nicht. Obwohl ich hier nur auf den Sack kriege, bin ich noch auf dem ersten Platz. Das gibt's doch gar nicht. Nur wegen den Sternen, oder was? Ah, ja, klar. Und weil der Yoshi noch weniger Münzen als ich hat. Oh nein! Das war ja erfolgreich. Jeder wollte unbedingt als erstes da sein. Nur weil ich auf dem ersten Platz bin. Ach so, stimmt, du bist am ersten Platz, deswegen. Diese scheiß Computergegner, die gehen immer zum ersten Platz, wenn wir zu dem gehen mit den meisten Münzen. Das ist aber immer irgendwie bei paar 20 Münzen. 25? Hey, ich könnte mir einen Stern leisten. Oder ich finde ihn einfach so auf der Karte, wäre auch schön. Das wäre, ja. Ausgerechnet, der es am wenigsten verdient. Ja. Also ich habe jetzt zwei Versteckte, der Joshi hatte auch zwei Versteckte. Ich hatte zwei Versteckte gefunden. Ja. 6 Stück mindestens schon, ja. Und du doch auch irgendwie schon mindestens einen. Ich hatte gar keinen, nee. Ich habe alle meine gekauft, glaube ja? ich. Und einer wurde mir geschenkt durch diesen Tausch da. Okay, achso. Ja, wir müssen versuchen, da drauf zu bleiben. Oh! Fahr zurück. Oh Mann. Also. Juhu! Ach, eins vor mir. Ach, wie schön. Hoffentlich krieg ich danach einen Würfel, irgendwie eine 3 und krieg danach noch so einen versteckten Block. Das wäre ja so geil. Das wäre super geil. Juhu! Könnt ihr jetzt mal von mir auftauchen, bitte? Es hat noch gar keiner geklingelt heute, der Süße oder Saurus wollte hier. Aber Glück gehabt bislang. Geht doch mal die. Man hört raus, gelästert, doch niemand öffnet die Tür. Ja. Das ist ja wie bei uns, wenn hier jemand klingelt. Alle Mann von Bord. Warum ist denn der so schnell? Ach, was mache ich denn? Oh, ja, gute Frage. Oh, was mache ich denn? Oh. Was? Warum? Da ist so ein Fisch. Oh, ja. Ja, komm schon. Oh, ja. Das gibt's doch nicht. Was soll denn das? Unfug. Ah, der große Knall. Warum seid ihr so schnell, ne?
Das sagt der Yoshi, macht er kaum was, der Sascha. Siehst du mal, wie viel wir geschafft haben. Der Kerl ist so lahmarsch. Münzen stehlen vom... Wird schon gedrückt. Kimmelskran, Disco-König. Ah, cool. Hey. Okay. A, B, Z, unten. Muss ich mich da selber dran halten dann? Nee. Achso, ich das okay. Ich verstehe. Oh, wunderbar. Achso, A, B, Z. Achso, okay. Ja, das ist schon die Reihenfolge. Bitte was? Bin sofort aus. Was war das? Ah. Scheiße. Ja, Sascha, ich bin schon beim ersten Mal ausgeflogen, ja. Aber wir haben trotzdem gewonnen. Na gut. Ihr habt ja zwei linke Füße. Achso, das ist ein Münzstapel da, was so aussah wie ein Arsch. Ja. Jetzt habe ich es auch erkannt, weil da jetzt noch eine Münze liegt, weil es wenig im Pott ist. Fahnenwirrwarr, Feuerseil. Ja, Feuerseil. Wird schon böse. Ist dann gemein, wenn es dann direkt danach irgendwie so langsam wird. Oh, das ist gemein. Gehässig. Da bist du noch so drin, im Schnellen. Nein! Juhu! Oh Mann! So ein Hurensohn. Oh, sehr schön. Oh, ich hätte doch die Raubtruhe holen sollen. Also, wenn der Computer so ein Ding hat, am besten kein Item nehmen. Scheiße. Und er drauf. Benutzt es gleich. Benutzt er gleich? Wunderbar, ich habe recht, was es ist. Vielleicht haben wir was Schlechtes. Was ist so ein Teleporter jetzt? Oh, wow, die Plätze. Wow! Das hat dir voll gelohnt. Das ist natürlich. Ob der Mario sein Rohr auch ausrichten kann hier. Kann man nicht auch beschleunigen? Ach, ich mach die ganze Zeit den falschen Knopf. Ah, weg habe ich ihn geballert, den Drecksack. Man kann ja auch mit A schießen. Ja, mit B ja. Kann man auch. Ja, man kann auch mit B ist dieser Bogenschuss da. Mhm. Ja, dann habe ich die ganze Zeit gemacht, den habe ich. Oh ja, jetzt muss ich ihn gerade abballern. Ne? Ja! Oh. So gedacht. Oh Gott. Komm. Regenbogentanz. Chaos Bowling. Oh, wir müssen wegspringen und der muss uns umbauen. Man kann aber nicht außerhalb von diesem. Nee. Nein, Leute, oh, ja, uns doch. Jetzt liegt alles an dir, Sascha. Ja, gut, das muss ich halt mal abwarten, wo der ungefähr. Ja, gut. Der hat aber, na, das. Ja. Kannst steuern, ne? Ja. Na, aber so schnell bist du nicht. Nee. Gibt es auch ein echt Bowling mit echten Kugeln? Das ist auch, das nee, ist ich glaube nicht. Ein Teil von Wii Sports ist das doch, oder? Ja, ja, ich meine schon. Kuchenfabrik. Der 3-7 war. Ah, cool. Haben wir es eben schon genauso in der gleichen Kombination gespielt gehabt? Ja. Oh Mann, der greift doch mal richtig zu, du Penner. Oh, mach halt. Nein, doch nicht gut auf Kuchen. Ich warte. Gut. Ich kann doch warten hier so, oder? Ja. Ja, gut, das geht dann wohl. Genau, der wartet automatisch praktisch. Okay. Kann ja schon mal zum Kuchen greifen. Oh, mach halt schneller. Nein! Ja, nein! Hallo. Komm schon! Oh, naja, wir haben trotzdem gewonnen. Juhu, bing, bing! Die Erdbeeren sind schwer zu greifen. Die Erdbeeren sind scheiße, ja. Die sind so groß, die sind groß wie ein Kopf. Die Erdbeeren sind genauso scheiße wie bei den Schlümpfe im Albtraumland. Das genau. Muss ich mir mal angucken. Zeit für einen Kampf. Oh. 30! Jo, jetzt lohnt sich das wenigstens ach, mal. Ach, hey, oha. Kuchenfabrik. Genau. Bum, bum, Bowser. Oh nein. Also wieder ein Glücksspiel, oder? Den pinken? Natürlich. Das ist eine Niete, war ja wohl klar, oder? Das war vorhin auch schon schlecht bei mir. Und da fliegen meine 30 Münzen. Irgendwie gönne ich ja keinem der beiden. Nee, nein. Ist alle verkehrt. Ja! Geil! Aber einem gönne ich es am allerwenigsten. Ja, ich auch. Puzzlefix. Lava-Insel, hatten wir die schon? Verschieben die sich oder gehen die einfach nur unter? Ah, die verschieben sich, okay. Der Yoshi, der steht wieder da stehen hier. Ja, warum auch nicht? Ach, verdammt! Ah ja. Jetzt kann ich ja beide niedermachen. Ah, doch nicht. Jetzt wohl. Gerne hier. Oh nein! Ja, so viel dazu.
Schmiedi-Rennbahn. Du weißt halt nie, wann macht er wirklich Faxen? Und, nee, das ist geil, wenn ich einen Rumble-Pack hast bei dem Ding. Das spürst du dann nämlich, wenn es kritisch wird. Ja? Ja. Das rumbelt dann nämlich, wenn du merkst, oh, okay, jetzt rumbelt, jetzt muss ich vom Gas gehen. Ah jo, dann mach mal. Am besten jetzt müssen wir uns angucken, Bowser, wie der Computergegner ja ein Spiel spielt. Ist doch spannend. Können wir das überspringen? Ja, das müssen wir doch eigentlich überspringen können, sowas. Das ist doch Käse. Boah, Bombenangriff! Oh, da gehen wir nicht. Genau so. Guck, hier ist auch. Oh, oh. Wird nur über mich gelacht, ja. Ja, aber nach 4 Sekunden ist er schon draußen. Ja, also ja, meine Güte. Ja, also bitte. Ja, also. Das ist doch okay. Oh. Guck, jetzt sieht es aus wie ein Arsch. Oh, welches Arsch? Oh, das habe ich nicht hingeguckt. Oh, das ist ja natürlich. War aber nicht im Takt hier. Ey, wir sind ja verbrannt geworden. Wir werden gleich von dem blauen Klotz dann mal, wenn wir uns nicht beeilen. Ich glaube, wir schaffen das früher. Ja, jetzt können wir uns so ein paar Fehlschläge erlauben. Los geht's. Boom, boom, boom. Nein! Naja. Hexagon Chaos. Ach, schwer, das Skateboard-Fieber. Boah, nein! Nein! Gib mal Gas, Mario, gib Gas! Jetzt sind alle drei auf einmal erwischt. Der Yoshi, oder? Ne, ich glaube Mario. Der Mario, der hat einfach den schnellsten Daumen. Zauberlampe, was ist denn das hier? Und dann ist dieser Genie und der. Erfüllt einen Wunsch. Ja. Kommt halt so ein großer, fetter Genie und der macht dann noch irgendwas. Der teleportiert einen, glaube ich, dann zum Stern oder so. Kugelchaos. Panzerschlacht. Ah, ich habe nämlich den Drecksack noch. Bist schon weg? Ja, ja. Es geht auch ganz schnell, wenn ich die Leute gegenüber... Der Yoshi. Ah, okay. Oder kann der vielleicht auch andere Sachen machen? Nee, der kann er nur zum Stern bringen. Nein. Nein, die Karte sehen. Das ist aber auch ein teurer Stern. 30 dafür jetzt. Naja. Ja. Eine Räuberkiste, dann steht ja meine Bowser-Maske, bevor ich sie benutzen kann. Dann benutzt du sie in der einen Runde später direkt gegen dich. Eigentlich muss der Fahrer einen direkt so ausrichten, dass man nur noch schießen muss. Ja, klar. Wo ist denn hier das Ziel? Ja, aber die Spielbeschreibung, die legt halt was anderes nahe irgendwie. Hä? Denkst du kannst. Ach, ich bin ja oben. Oh, ich wurde die ganze Zeit unten. Ach da. Komm, Torpedo! Runter! Das funktioniert nicht. Was machst du denn? Ah. Jetzt, oder? Oh Mann! Oh, das ist Arsch! Mann, wo kreise ich denn hier rum, oder? Da sind sie. Jetzt! Schieß! Oh Mann! Ach Mann! Wie geht denn das? Jetzt! Ja, aber der fliegt dann so anders hin. So. Ja, jetzt, okay. Oh, ja, genau, super. Hinter uns. Mhm. Runter, 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 runter. Oh Mann, runter, was runter. Macht denn der? Hä, was denn jetzt? Okay. So, und noch einer. Oh ja, wunderbar. Ja. Gut, dass die Plattform direkt dann hier vor uns erscheint. Guck dir den mal an da. Guck dir den mal an hier. Was ist denn mit meine dem? Güte, was der für einen lächerlichen Hut auf hat. Ja, genau, darauf wollte ich schon anspielen. Oh Mann. Ah, nimm das, du Arsch. Ah. Ja. Vielleicht den Wario treffen. Oh nein! Ja. Nein! Ach. Nein! Nein, nein! Doch. Warum kann man die Leute nicht schubsen? Das ist auch viel lustiger. Fruchtkorb! Tiefseebergung. Ja. Hä? So. Am besten stehen Krümmel an. Oh nein! Oh, Geldsack! Oh, verdammt. Oh nein! Drecksack eingesammelt. Boah, hier ran ich aber auch ab hier. Und wie? Oh, schade. 14, 21. 21, Wahnsinn. Hey. Kirmeskarren. Zappbooster. Oh je. Da brauche ich ja gar nicht zappeln. Oh, ich kann trotzdem ein bisschen zappeln. Ja, ich zappel mit. Das bringt was irgendwie bei den Computern bringt das irgendwie gar nichts.
Du kannst ja unterstützen. Ja, das kannst du vergessen. Komm schon, zappel doch, wieso zappelst du nicht? Muss ich links oder rechts gucken? Hey. Ah, okay. Du musst doch, du hast doch sowieso was. Hm? Ja, aber ich prall hier auch an den Mitspielern, Gegenspielern in dem Fall ab. Hm. Ja, jetzt geht's aber los, wie er an mir vorbeigerannt ist. Ja. Ja, als er damit. Bling. Babam, wie Rechnung. Babam. Ja, da muss man zählen jetzt. Ach, hoffen mal. Ich hab keine Ahnung, die lösen sich ja ständig auf und weg. Sind sie. Also nicht 20. Ich meine 19 wären's. Hm. Ja! Bitte nicht schon wieder den Elektroroller. Boah. Nein, am besten nicht zusammenbleiben. Das ist eine. Bleib doch nicht zusammen. Nein! Verdammt. Wir wollen hier zusammengeblieben sein. Sascha, bleib auseinander. Hau ab! Oh, Mann. Bam! Oh, right in the kisser. Die Kanoneninsel. Uiuiui. Da ist schon ins Wasser gesprungen. Oh Mann! Juhu, gleich gewonnen! Letzte Runde! Juhu, was hab ich? Ich kann nur laufen. Fast geschafft hier, Wahnsinn. Und jetzt ist ja nochmal alles aus der letzten Runde rausgeholt. 30. Oh, hey, cool. Ich glaube noch über 300 kommen. Nein, als erstes auch noch. Oder in der Nein. Ja! Sehr gut. Das habe ich aber auch verdient jetzt in der letzten Runde. Feuerseil. Totenstampfer. Oh, nee. Das Highlight. Also, das ist das Spiel des Abends heute jetzt. Man darf praktisch keine Sekunde verschwenden. Das Nein. Vor den Feinden. Ja! Schade. Das war die letzte Wunderbar. Runde, Freunde. Wer mag denn jetzt unser Superheld werden? Kommt ja der spannende Teil dieses Spiels. Genau, sollen wir mal sehen, wie hier, in welcher Willkür die Bonussterne vergeben werden. Bonussterne, juhu. Ach, guck mal hier. Guck dir das mal an. Aber mit 8 Sternen wird es schon schwierig, wahrscheinlich da noch dran zu kommen, auch mit Bonussternen. Luigi, ja. Juhu! Natürlich. Wenig überraschend. Das muss heißen, dass ich eigentlich die meisten Minispiele gewonnen habe, oder? Du hast die meisten Münzen nicht zwangsweise. Gewonnen. Es gibt ja verschiedene Gewichtungen mit den Münzen. Ja. Das auch. Ja, du hast ja ständig für Tag-Nacht-Wechsel gesorgt. Jedes Mal hier. Gar nicht so oft. Aber ja. Anscheinend auf jeder zweiten Runde gefühlt. Ich bin der Superheld im Horrorland. Lest es alle. Dass mal keine Auszeichnung ist. So, das war also Mario Party 2. Wahnsinn. Ja, hat Spaß gemacht, weil ich gewonnen habe. Schön, dass du zum ersten und letzten Mal heute hier dabei gewesen bist. In unserer kleinen Spielenacht hier.